Moin, wir sind hier auf der Computex, diesmal bei G-Skill und wir haben hier ein paar ganz besondere Sachen, beziehungsweise auf jeden Fall hinter mir ist schon was wirklich Interessantes, denn das hier ist ein, naja, Liquid Nitrogen Vapor, das heißt Flüssigstickstoff Vapor Cooling Solution. Das heißt, das Ganze ist geteilt in zwei verschiedene Boxen. In der unteren ist Flüssigstickstoff drin, das heißt minus 196 Grad kalt. Außerdem wird der Dampf, beziehungsweise der kühle Dampf davon in die obere Box, wo die Hardware drin ist, weitergeleitet. Und dieses Vapor ist so kalt, dass wir hier teilweise CPU-Temperaturen, wir haben hier eine Motherboard-Temperatur von minus 58 Grad und wir erreichen ebenfalls Temperaturen im Raum von etwa minus 50 bis minus 60 Grad. Allerdings haben wir auch schon minus 70 gesehen, das heißt, es geht noch ein bisschen weniger. Der Vorteil hier ist allerdings, man hat im Innenraum von dieser Box keine Kondensation, da der Stickstoff den kompletten Sauerstoff bzw. die Luft verdrängt und somit keine Feuchtigkeit im Inneren ist. Somit hat man, wie gesagt, fürs Extrem-Overclocking wirklich Vorteile. Hier wurde einfach nur ein normales System darin aufgebaut mit einem normalen Kühler. Gut, die Heatpipes funktionieren hier natürlich nicht mehr, da da auch nur Wasser unter Druck drin ist oder irgendeine Flüssigkeit, die wahrscheinlich schon lange gefroren ist. Aber so kommen wir hier auf 5,7 GHz. Außerdem werden hier Speichergeschwindigkeiten von 4800 MHz mit CL14 erreicht. 4800 MHz klingt jetzt im ersten Moment nicht so viel, wenn man dann allerdings mit einbezieht, dass es bloß CL14 sind. Wenn normale Kits ungefähr zwischen CL17 und CL19 liegen, dann ist es schon auf jeden Fall ein sehr großer Schritt. Außerdem haben wir, wie gesagt, den Vorteil zu einem normalen Flüssigstickstoff, in Anführungsstrichen normal Flüssigstickstoffkühlung, wo man in den Pot reingießt. Und da hat man dann überall Kondensation und das Ganze ist natürlich nicht so funktionell wie das hier. Für einen Einsteiger wäre ein System wie das hier auf jeden Fall viel, viel einfacher zu handeln als ein normales, als eine herkömmliche Flüssigstickstoffkühlung mit einem Pot. Der Nachteil ist allerdings, man erreicht ja nicht im geringsten die Temperaturen, die man mit dieser Kühlung auch erreichen würde. Das heißt, wie gesagt, wir können hier maximal minus 80 Grad ungefähr erreichen, wenn es wirklich gut läuft. Und da sind wir bei normalem Flüssigstickstoff deutlich drunter. Das heißt, da haben wir ungefähr dann minus 150, 160 Grad an der CPU. Also man muss natürlich ein paar Abstriche machen, aber es ist auf jeden Fall ein cooles System, was hier aufgebaut wurde von Elmore. Bereits bei Asus hat man schon gezeigt, dass man bei X570 bei RAM auf jeden Fall ein paar Verbesserungen durchgeführt hat. Bei G-Skill führt man das Ganze ein bisschen weiter. Wir haben hier die neue G-Skill Trident Z Neo-Serie, die ist speziell für AMD bzw. auch für Ryzen. Der Grund dafür ist, dass hier speziell für AMD-kompatible Dice rausgesucht wurden bzw. ICs rausgesucht wurden und diese eben dann auf diese aus diese Speichermodule gepackt werden. Das Erstaunliche ist hier allerdings, dass wir von den Frequenzen her bei 3600 MHz anfangen und wahrscheinlich deutlich darüber geht. Das heißt, G-Skill hat schon Tests gemacht mit 4000 MHz auf X570 mit Ryzen 2nd Gen, das heißt mit Ryzen 2000 und das lief ohne Probleme. Das heißt, da wird in der Zukunft mit Ryzen 3000, denke ich mal, auf jeden Fall noch mehr kommen und auch schnellere Kits als noch bei Ryzen 2000 möglich waren. Und selbst, wie gesagt, nur bei X570 alleine kriegt man schon einen deutlichen Vorteil, was die RAM-Kompatibilität angeht. Ansonsten sind diese Module sehr ähnlich. Wir haben hier nur eine etwas veränderte Farbgebung mit zweifarbigen Heatspreader. Hinter mir haben wir auch noch drei verschiedene Farbgebungen. Ob die dann so final in den Handel kommen, ist noch nicht fest. Aber diese hier, die wir in der Mitte sehen, ist auf jeden Fall final. Bei den RAM-Demos haben wir auch ein paar Neuheiten. Wir haben hier ein 12-Riegel-Kit bzw. 12-Modul-Kit mit insgesamt 384 GB. Und 4000 MHz. Das heißt, neue Samsung ICs haben eine höhere Dichte. Das heißt, hier können wir ebenfalls eine hohe Anzahl von Modulen bzw. eine hohe Kapazität mit einer hohen Taktrate kombinieren. Die Latenzen sind hier allerdings auch ein bisschen höher. Wir haben jetzt CL18, 30, 30, 45. Also da muss man natürlich dann in einem Bereich Abstriche machen, wo man in einem anderen dann Sachen verbessert. Zusätzlich zu neuen hochfrequenten AMD-RAM haben wir hier noch normalen Trident Z Royal in 5200 MHz. Das ist aktuell der schnellste RAM, den ich gesehen habe. Deutlich schneller noch als bei Team Group, beziehungsweise jetzt in 5200 MHz wirklich so das Beste, was es aktuell zu kaufen gibt. Das Ganze hier läuft mit CPU-Z, haben wir oben auch offen, mit einem i7-9700KF auf dem ganz normalen Z390 e-Gaming Edge von MSI. Das heißt, hier haben wir wirklich kein besonderes System mit einem Apex-Board oder sowas.
Die Latenzen sind hier bei CL 18, 22, 22, 4, 42. Das Ganze ist auch relativ okay, nicht allzu hoch. Da gibt es durchaus 4600er Kits, die nochmal deutlich höher sind mit den Latenzen. Also das ist ja wirklich sehr, sehr gut. Und bei 5200 MHz ist das, glaube ich, das Ganze auch sehr, sehr schnell.